Yoga, Buddhismus. Gibt es Yoga im Buddhismus? Ist Buddhismus in Yoga kompatibel? Das sind Fragen, die mir manchmal gestellt werden. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Wir haben bei Yoga Vidya Menschen, die auch buddhistische Praktiken machen und die manchmal überlegen, wie können sie Yoga mit Buddhismus kombinieren. Oder wir haben auch manchmal, zum Beispiel vom Benediktushof, haben wir eine Doris Zöll und Zöllner, ich weiß jetzt nicht mehr genau, jedenfalls, die ist inzwischen die Leiterin dort und dort findet, das ist insgesamt zwar ein, begründet von Pater Williges Jäger, ein Benediktinermönch, vor allem wird dort aber Zen-Buddhismus gelehrt in Kombination mit Hatha-Yoga-Übungen. Und so wird dort ganz bewusst buddhistische Meditation, christliche Kontemplation und Hatha-Yoga kombiniert. Und so kann man sehr gute, tiefe Erfahrungen machen. Bei Yoga Vidya haben wir auch die sogenannte Achtsamkeitstrainer-Ausbildung. Dort wird buddhistische Vipassana-Meditation kombiniert mit Hatha-Yoga und yogischen Meditationstechniken. Oder bei Yoga Vidya haben wir auch Vipassana-Meditation als Wochenendseminar, als 5-Tage-Seminar und auch als 7-Tage-Seminar. So können also buddhistische Meditation und buddhistische auch Geistesübungen, spirituelle Übungen kombiniert werden mit Hatha-Yoga. Manchmal wird auch gesagt, dass der tibetische Buddhismus ein tantrischer Buddhismus ist. Jedenfalls werden dort auch Yoga-Übungen gemacht. Vielleicht hast du mal von den 5 Tibetern gehört. Das sind letztlich Yoga-Übungen, die im tibetischen Buddhismus entstanden sind. Und es gibt eine reiche Tradition von Hatha-Yoga-Übungen im Buddhismus. Es gibt auch tibetische Mantras und viele der Rituale im tibetischen Buddhismus sind letztlich aus dem Yoga entstanden. Und so sind Yoga und Buddhismus eigentlich verwandte Traditionen. Historisch gesehen, in den ersten Jahrhunderten vor Christus gab es in Indien eine breite spirituelle Bewegung, die zu den Shramana-Traditionen gehörten. Im alten Indien vor Christus, kann man sagen, gab es 3 Aspekte der Religion dort. Letztlich gab es noch nicht Hinduismus, allgemein die indische Religiosität. Das erste war der orthodoxe Brahmanismus. Das heißt, die haben sich auf die Veden bezogen, die Brahmanen haben eine besondere Rolle gespielt, es wurden Rituale gemacht. Das zweite waren die Shramana-Traditionen. Dort spielt die individuelle spirituelle Praxis eine besondere Rolle. Shrama heißt spirituelle Praxis, wird manchmal auch als Askese übersetzt. Und zu den Shramana-Traditionen gehörte Buddhismus, Jainismus und eben auch Yoga. Und dann gab es die 3. Aspekt der indischen Religiosität, das war die Volksreligiosität, die eben auch örtliche, in jedem Ort ein bisschen anders war und eben auch örtliche Gottheiten und alte örtliche Traditionen mit einbezogen haben. In diesem Sinne, Yoga und Buddhismus und Jainismus sind über viele Jahrhunderte parallel gegangen und haben sich gegenseitig beeinflusst. Und auch heute wiederum ist Yoga und Buddhismus eine gute Kombination.